Konnichiwa, Wolzerfreunde, Konnichiwa YouTube. Mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von UBID, You Build, I Drive. Im Hintergrund sehen wir nach langer Zeit mal wieder einen Import Racer, nämlich den Honda Civic SI Coupé meines Abonnenten DJ Flo 989. Ja, ob der kleine Samurai ordentlich Reis und Huhn gebechert hat, dass er hier in der Eskadrille gut nach vorn geht oder aber mit gesenktem Kopf von dann ziehen wird, das sehen wir gleich. Erstmal wie gewohnt ein Blick auf die technische Seite. In Forza ist der Wagen angesiedelt in der C-Kategorie, 371 als Leistungsindex. Wir sehen hier die Balken im hinteren Drittel, Frontantrieb, Frontmotor ist auf jeden Fall ausgeglichen. Unter der Haube arbeitet ein 2-Liter-Motor mit 147 kW, 188 Newtonmeter, das Ganze auf 1,3 Tonnen. Der DJ hat hier aber ordentlich geschraubt, hat den Wagen auf S678 aufgebaut. Die größte Änderung, die mir sofort ins Auge gefallen ist, Heckantrieb. Mal was ganz Neues, probieren wir einfach mal aus. Unter der Haube hat sich auch einiges geändert, nämlich der Motor leistet nun 434 kW, 511 Newtonmeter, das Ganze auf 1,2 Tonnen und der Motor hat auch 0,3 Liter mehr Hubraum. Beschleunigungswerte von 0 auf 100, 4,1 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit aber witzige 363 km/h. Das reicht nicht nur für einen Top Gear Test Track, das reicht für jede Rennstrecke dieser Welt. Wir sehen hier übrigens die 8. Generation des Honda Civic, bei uns ist eher die kurze Variante der Dreitürer bekannt. Das Coupé sieht man relativ bis gar nicht auf unseren Straßen. Gebaut wurde die 8. Generation von 2006 bis 2011. Unter der Haube arbeitet wie gesagt ein 2-Zylinder-Vierzylinder-Motor, ein 2-Liter-Vierzylinder-Motor mit 147 kW, das sind 200 PS und 188 Newtonmeter Drehmoment. Geschalten wird Sportwagen-like mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, der den Wagen von 0 auf 100 in 6,7 Sekunden beschleunigt und bei 210 km/h ist bereits schon Schluss. Da das Honda Civic Coupé für die junge Generation gedacht war, dachte sich Honda, Mensch, da bauen wir doch gleich mal ein 350 Watt Soundsystem ein und aus optional, also aus Extras, bieten wir gerade mal 17 Zoll Alufelgen mit Michelin-Bereifung an und was können wir noch dazu packen? Navi. Das reicht vollkommen aus. Voll ausgestattet kostete der Wagen in den Staaten 21.940 US-Dollar, was umgerechnet 16.655 Euro sind. Ich glaube, für den Preis hätte ich mir sogar einen Honda gekauft. Jetzt wird es aber erstmal Zeit, dass wir unseren Wagen zu unserem zahmen Rennfahrer übergeben. Manche sagen, in seinem Anzug ist kein Schild made by oder made in oder made überhaupt. Ihr kennt ihn aber nur unter dem Namen Tomstick. Keiner weiß, wo er herkommt. Und da hockt jetzt hier schon drin. Wir sehen keinen Überrollkäfig. Die Optik auf jeden Fall ein Däumchen nach oben von mir, weil die passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Jetzt heißt es Heckantrieb und viel Leistung. Dazu ein kurzer Radstand. Das heißt, das geht ordentlich schlüpfrig zur Sache. Übrigens über dem Drehzahlmesser, das ist ein Meilentacho. Das heißt, wir haben schon lange die 100 km/h Grenze hinter uns gelassen. Jetzt geht es rein in Wilson. Die erste Bestandsprobe für das Getriebe. Hier nehmen wir mal ganz schön viel Schwung mit. So nach Rudi Carrell. Die Kurve ganz weit nehmen. Immer schön leicht auf der Hinterachse rein in Chicago. Das ist eine langgezogene Rechtskurve. Hier ist es eigentlich wichtig, schön weit innen zu bleiben und schön früh aufs Gas zu gehen. Das probiert auch Tomstick. Prompt kommt der Popo rum. Warum auch nicht? Aber davon lässt sich natürlich Tomstick überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Nimmt hier viel, viel Schwung mit. Jetzt geht es nämlich Richtung Hammerhead. Links-Rechts-Wechsel. Und da werden noch weitere Fahrwerksschwächen sichtbar. Oder auch nicht. Doch, sie werden sichtbar. Ein Untersteuern, gefolgt von einem leichten Übersteuern. Tomstick steht ja schon voll auf dem Gas drauf. Probiert die Leistung des Wagens optimal auf die Straße zu bekommen. Jetzt geht's Richtung Follow-Through, leicht gelupft das Gas und auch leicht gebremst. Richtung Reifenstapel, auch hier ist das Heck ein wenig instabil. Ja, das ist auf jeden Fall schnell und auch saugefährlich, was ihr Tomstick veranstaltet. Das ist ja schon fast lebensmüde. Mach mal hier kein Mist, Kollege. Rein in die vorletzte Kurve, auch hier lenkt das Heck freiwillig ein bisschen mit ein. Jetzt geht es rein in Gambin. Das ist die letzte Kurve über die Linie und für die Fans noch ein bisschen gedriftet. Ja, was geht mit dir ab, Tomstick hier? Jetzt wollen wir noch mal schauen, was sich bei den Zeiten getan hat. Wir sind ganz oben, 1 Minute 14,349 ist aktuell die Bestzeit. Eine Minute haben wir schon. 1 Minute 18 und damit ist der Traum von dem Platz an der Sonne leider schon ausgeträumt. Und da wollen wir noch mal schauen, wo sich der Wagen eingliedern wird. Auf Platz 21 in der S-Kategorie mit einer 1 Minute 18,855. Ja,
Heckantrieb mit viel Leistung und kurzen Radstand und wenn hinten kein Gewicht ist, das kann eigentlich fast nur in die Hose gehen. Wenn der Wagen mal geradeaus Grip hatte, ist das Ding nach vorn marschiert wie eine V1. Aber so für einen Rundkurs relativ ungeeignet. Viertelmeile würde ich sagen oder Standing Mile optimal, weil da ist der Wagen auf jeden Fall ordentlich zu Hause. Jetzt hier noch ein Blick auf die S-Kategorie, wie es aktuell aussieht. Wir sehen weiterhin ganz oben den Lotus Evora vom Terror Kartoffel, gefolgt vom Filmengler Keyboxer, Rooney, Stocky Car, der Charger, dann kommt der Moritz Dolores, Street Rebel im Ford Shelby GT500, Ice-T Gamer as Adia, Gaming Zeus, Gollum Ferrari Club 9, dann kommt der Argo im Nissan GTR, Antiker Tiaik im Renault Clio V6, dann kommt der Alberts, Trixio, David, Emma, Gigantkarpfen, der Patrick, DJ Flo, dann kommt der Marquez, der TNG Rape und die Rote Laterne hat weiterhin unser Drift King, der Felix. Wenn dich diese Folge etwas unterhalten hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, ansonsten Däumchen nach unten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt UBID. Ciao, ciao, euer Tom.